So Leute und moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video und Karnevalszeit hier in Köln ist langsam überstanden. Man hört es, ich habe noch ein bisschen Nasal was drin. Dementsprechend, es gibt wieder einige News, auf die wir gemeinsam eingehen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das kostenfrei an dieser Stelle und jetzt viel Spaß mit dem Video. Die erste Nachricht ist hier vom Autobauer Volvo, die nebenbei gesagt wirklich schicke Fahrzeuge mittlerweile bauen. Die habe ich jetzt auch seit einiger Zeit mehr auf dem Schirm in meinen Konfigurationsstreams im Hauptkanal 83 MeToo. Schaut da gerne vorbei. Und Volvo hat jetzt vor, ab dem kommenden Jahr seine Autos wirklich mit einer Vmax, also einer Maximalgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, so auszustatten, dass sie maximal 180 km/h fahren können. Da werden jetzt einige aufschauen, was soll denn der Quatsch? Lass uns mal da wirklich rational rangehen und ein bisschen drüber nachdenken. Also als erstes ist das gar nicht mal so verkehrt, weil 180, das ist jetzt eine interessante Zahl, denn besonders in Anbetracht dessen, dass man in Schweden sowieso nur ca. 110 oder auch Teilabschnitte mit 120 km/h fahren darf. Warum gehen sie also hin, machen das auf 180? Laut Aussage habe ich hier auch vorlesen, Hakan Samuelsson will einen Meinungsaustausch darüber in Gang bringen, ob Autobauer das Recht oder sogar die Pflicht hätten, mit der Technik in den Autos das Verhalten der Fahrer zu ändern. Und bei dieser Aussage wiederum muss ich sagen, das stößt mir ein bisschen negativ auf, denn das geht so ja in das Agieren, wie auch die Europäische Union es meines Erachtens macht. Das heißt, wir diktieren dem Bürger vor, was besser ist für ihn selbst. Und ich bin fest der Überzeugung, dass wir alle alt genug sind, dass man für sich selber klar entscheiden kann, ich fahre hier auf dieser Straße 200, 250, wenn es der Verkehr zulässt. Da brauche ich nicht einen Automobilkonzern, der hingeht und sagt, nö, da ist jetzt zack 180 und da ist eine Vmax drin. Nichtsdestotrotz, ich habe gesagt, dass wir es rational angehen. Also das auf der rationalen Seite, was mir nicht gefällt. Was mir daran gefällt, ist generell dieser Denkanstoß, den er damit, oder dieser Meinungsaustausch, wie er es genannt hat, den damit anstoßen möchte. Finde ich nicht verkehrt. Nichtsdestotrotz muss man auf der anderen Seite, ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, dass die Unfallquote auf Autobahnen gar nicht so hoch ist, wie immer behauptet wird. Das ist nicht korrekt. Und deswegen bin ich ja klar weiterhin ein Befürworter dessen, dass die deutschen Autobahnen kein Tempolimit erhalten werden. Ganz klar spreche ich mich dafür aus, weil die Statistiken sprechen eine ganz andere Zahl. Das ist nämlich die Frage, würde das überhaupt etwas helfen? Ganz anders. Ich finde es viel interessanter, mein C63S AMG ist ab Werk bei 250 km/h abgeriegelt. Ich musste ein sogenanntes Paket, so ein Vmax-Paket musste ich dazu buchen, damit das Fahrzeug offen ist. Offen in Anführungsstrichen, offiziell ist aber 290 km/h abgeriegelt. Ich bin denn schon an die knappen 300 laut Tacho gefahren, da war noch Luft nach oben, nach Tacho alles. Ist die Frage, was der wirklich läuft. Ich habe es bislang noch gar nicht testen können. Nichtsdestotrotz finde ich, das ist ein ganz interessantes Thema, weil Porsche zum Beispiel geht nicht hin und riegelt seine Fahrzeuge bei 250 km/h ab, wie BMW das zum Beispiel auch macht, wo man auch erst noch ein bisschen was Geld berappen muss, damit diese Vmax-Aufhebung raus ist. Was ich auch nicht so ganz fair finde. Weil warum? Wenn das Fahrzeug das doch kann, warum muss ich mich denn von einem Konzern so kontrollieren lassen, indem die sagen, nö, das kostet jetzt extra Geld, damit du schneller fahren kannst. Das finde ich ganz komisch. Dann kommen hier zwei Nachrichten aus den USA von Tesla. Einmal am 14. März möchte Elon Musk das Modell Y, also Y, vorstellen, was wiederum ein SUV ist. Ich bin kein SUV-Freund, das sage ich auch immer wieder. Meine Eltern haben ja so einen kleinen SUV, sprich VW Tiguan. Benziner allerdings, also kein EA189 Betrugsmotor, ist wirklich nicht meine Fahrzeugklasse. Es ist natürlich verständlich, meine Eltern jetzt beide in Rente, ist schön komfortabel vom Ein- und Aussteigen, man muss nicht sonderlich viel bücken und so, das ist gut für deren Rücken, für deren Alterszustand, alles gut, sitzen auch ein bisschen erhöht, haben eine bessere Sichtposition und so weiter und so fort, hat verdammt viele Vorteile, so ein SUV oder auch kleiner SUV. Nichtsdestotrotz sind das natürlich wirkliche Spritschleudern. Die haben erstmal einen ganz anderen CW-Wert, also ein Luftwiderstand, die haben einen ganz anderen Rollabrieb von den Reifen und so weiter, als zum Beispiel ein kleiner BMW Z4, der einfach viel windschnittiger gebaut ist und so weiter. Da frage ich mich, ob man das in aktueller Zeit wirklich so forcieren muss als Hersteller und das Ganze vorantreiben muss. Okay. Wir sehen es aber nicht nur bei Tesla, also beim amerikanischen Markt im Fokus, sondern auch bei vielen anderen Herstellern wird das gemacht. Sei es VW, sei es Mercedes, sei es BMW und wie sie alle heißen. Als nächstes von Tesla gibt es eine Neuigkeit. Es werden die ca. 20 sind es in Deutschland, habe ich gelesen, Filialen nenne ich es jetzt mal oder Showrooms, wie es eigentlich richtig heißt, werden geschlossen. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil wie will ein wirklich
sehr bedachtes und ja wirklich sehr intensiv, ja, wie sagt man, ein beratungsintensives Produkt wie ein Auto verkauft werden, rein online. Ist marketingtechnisch höchst interessant, wie ich finde. Ich denke aber, bei Tesla ist ein Hersteller, wo das funktionieren kann, weil er einfach Pionier und Vorreiter ist in dem, was er macht. Es gibt vergleichbar mit den Leistungsdaten von einem Tesla und auch preis-leistungstechnisch meines Erachtens keinen nennenswerten Konkurrenten. Und das kann Tesla wirklich aktuell komplett ausnutzen und so die Kosten für den Kunden auch senken, was ich ganz interessant finde. Ich habe ja allerdings bei golem.de einen Artikel darüber gelesen, wie schlimm das jetzt wäre, dass man keine Probefahrt mehr machen könnte, dass man keinen Ansprechpartner vor Ort hat. Ich frage mich jetzt, wie alt der Autor dieses Artikels ist. Mich interessiert ein Ansprechpartner vor Ort im Absoluten gar nicht. Das brauche ich nicht. Im Gegenteil, ich bin froh darüber, wenn ich keinen menschlichen Kontakt habe, sondern es per E-Mail regeln kann. Online ist für mich schneller und einfacher und unkomplizierter. Bei einem Auto kann ich verstehen, dass viele Leute sagen werden, das ist so eine hohe Investition. Das ist nicht einfach, ich rufe mal kurz Amazon an und bestell mir da, was weiß ich, einen neuen Drucker oder irgendwie sowas. Das ist beim Auto schon krass, aber wenn man sich das jetzt reinzieht, das Model 3 sinkt dadurch im Preis, weil diese Filialen geschlossen werden, von 55.400 € in der Grundausstattung auf 52.300 €, sprich 3.100 € günstiger. Da sage ich auch so, what? Das nehme ich gerne mit. Natürlich sind jetzt ein paar Leute verärgert, die kurz vorher noch hier das Model 3 und so weiter bestellt haben. Aber da geht Tesla hin und das ist auch eine krasse Nummer. Das würde auch kaum ein anderer Hersteller so machen. Sie gehen auf den Kunden ein und sagen, ihr bekommt hier den Tesla Autopiloten vergünstigt oder teilweise auch umsonst, was man so in Foreneinträgen bei Facebook zum Beispiel mittlerweile liest. Also das finde ich ist ein ganz interessantes Konzept, was da gerade gestartet wird. Reiner Online-Verkauf für ein Auto. Höchst interessant. Als nächstes geht es jetzt mal wieder um Volkswagen, aber diesmal kein Bashing, wie mir häufig unterstellt wird, sondern wirklich, wie auch immer eigentlich, wie ich finde, eine klare News. Und jetzt geht es darum, dass VW hingeht und sich ganz klar auf die Elektroschiene fokussiert. Das merkt man ganz stark, denn sie starten ein neues Programm. Sie bringen einen sogenannten Elektrifizierungsbaukasten jetzt raus, Klammern MEB, abgekürzt wird das Ganze genannt. Und dieser Elektrifizierungsbaukasten soll bedeuten, das kennen wir ja durch den ganzen VAG-Konzern, wir nehmen jetzt mal im Beispiel VW und Audi, da weiß man ja, dass zum Beispiel der Passat und der Golf ein gleiches Konzept haben, quasi die gleiche Bodenpartie und so weiter. Und das Gleiche wird dann auch nochmal aufgegriffen. Ich glaube, der Golf basiert dann beim Audi A3, verbessert mich, wenn es falsch ist. Und dann gibt es ja auch. Oder Passat basiert dann auf dem A4 und beim A4 bekommt man eine größere Motorisierung und so weiter. Aber die Grundbasis ist oftmals sehr, sehr gleich. Das merkt man auch. Man macht beim Audi Motorhaube auf. Man hat teilweise Elemente und Bauteile drin, wo ein VW-Logo oder auch ein VW und ein Audi-Logo drauf sind. Das ist auch legitim, finde ich. Da sieht man halt wirklich das Baukastenprinzip. Und das versucht VW jetzt als maßgeblicher Erster in Deutschland von den Automobilherstellern zu fokussieren. Und genauso gibt es dann auch schon so ein kleines Startup aus Aachen, also bei mir hier aus der Nähe, EGO. Die werden darauf anspringen und wollen da die ersten Produkte quasi von aufgreifen und damit ein sehr günstiges kleines Fahrzeug bauen. Finde ich, ist ein ganz interessanter Punkt, was da gemacht wird. Zu 2020 soll das Ganze dann hier mit der Generation der Elektroautos bei VW aufkommen. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird, was daraus passiert, weil das die Gefahr, nicht das Problem, die Gefahr dabei ist, was ist, wenn sich Elektromobilität in den nächsten Jahren nicht so durchsetzen wird, wie es zum Beispiel Tesla jetzt behauptet und von sich glaubt. Das sei jetzt mal dahingestellt. Das kann ja funktionieren, dass das der neue Antrieb wird, weiß ich noch nicht so ganz genau, aber es könnte ja auch passieren, dass es die Brennstoffzelle wird. Was dann? Dann hat sich VW wirklich so stark auf Elektromobilität fokussiert, dass es gefährlich ist, dass sie gar nicht mehr diesen Umschwung schaffen können. Ist auch ein sehr großes Risiko. Andererseits, wenn das funktioniert, hat man so krasse Skaleneffekte dabei, dass man jetzt ein Pionier ist und Vorreiter dafür ist. Das ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt hingehe und mache mich als selbstständig als ersten Tuner in dem Bereich Elektromobilität, bringe andere Kühlungssysteme, die ganz wichtig sind bei Elektromotoren, raus und habe dadurch die Möglichkeit, viel höhere Leistung zu machen. Ich habe jetzt einen ganz krassen Lerneffekt in den nächsten 2, 3 Jahren und kann in 4, 5, 6 Jahren eigene Produkte entwickelt haben, rausbringen auf den Markt, wenn andere vielleicht erst gerade damit anfangen. Ist ein ganz interessantes Thema.
Dementsprechend, Freunde, ich hoffe, die News haben euch gefallen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schreibt zu jedem Thema eure Meinung in die Kommentare. Haut rein, bis zum nächsten Video und tschüss.